Jetzt, Julia, gib mal mega krasse Lyrics an die People hier so in the house. Mach mal. Was ist da los jetzt? Jetzt setz erst mal deine Maske korrekt auf, Mann, wenn du hier rappen willst. War mein Fehler. Ja. Okay, los geht's. Julia, ganz ehrlich, das sieht komisch aus. Die ist doch gar nicht symmetrisch. Das hängt doch voll zu tief. Die muss doch heute hoch und das Mikro muss unten rein. Und? Jetzt guck mal. Nicht so, Mann, was ist denn los mit dir? Jetzt guck mal, wie hier die Maske, die Ohren. Okay, du hast keine Ohren, Nase auch nicht. Setz die mal weiter hoch, Mann. Au, was machst du denn? Bist du jetzt aus Berlin oder nicht, oder was? Denkst du, wir kommen mit so einer Maske auf die Welt, oder was? Weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen in Berlin, suchen Sie sich Maske aus, hier Hund, Katze, Maus, was wollt ihr da haben? Ja, so meine ich es jetzt nicht. Jetzt mach krassen Gangster-Rap, Mann. Ja, da muss ich erstmal meine Gangster-Rapper-Stimme rausholen. Ja. Yeah, was geht? Mach mal eine tighte Beatbox an den Start, Alter. Ist kaputt, oder was? Nein, ich muss das erst hier warm blasen, verstehst du? Warm blasen war in der Strophe davor, Alter. Nicht so, Mann, was ist los mit dir? Ja, schön Berg, was geht, Alter? Hier sind die krassen Motherfucker am Start. Ja, Mann. Schweißen Titan, improvisierten Freestyle-Rap, nur für euch, Mann, nur für euch. Schön Berg, Alter, mega tight, ich werde so rasieren, Alter, ihr werdet so abfeiern, ich weiß es genau, was geht so. Brudi, Brudi, geile Beatbox, Alter, mega fett, pass auf. Schönberg, du bist kein Zwerg. Nein, du bist der Berg. Du bist so ein abgefahrener Berg. Warte mal kurz. Ali, ganz kurz. Das ist jetzt so ein bisschen unangenehm, aber auf Schönberg, da reimt sich eigentlich nicht so viel. Schönberg, wo ich mir meinen Föhn merke. Ja, ist schwierig, gebe ich zu. Schön, ja. Da reimt sich nicht so viel drauf. Und dann dachte ich jetzt auch, irgendwie die Leute sehen so ein bisschen krasser aus. Dann denke ich, muss man mehr so hart und gern Gangster-Rap. Mehr Beleidigungen müssen ja, auch genau, in den Text rein. Genau. Ja, mehr Beleidigung. Ich, auch, krass. Ich glaube, dann passt die richtig ja, aus. Ja, weil Mann. So kriegen wir die nein, richtig nein, zum Abfeiern. Richtig Agro-Berlin-mäßig. Ja, mach ich los ja, hier. Mann, pass auf. So. Ja, Motherfucker, was geht? Ja, sieh, du bist im Haus, Alter. Sieh doch Lebensstreifen frei, was geht, bam? Yo, voila. Wenn mein Leben ein Gangster-Rap wäre, wär ich krasser als Bushido und Flair. Ich würde nur Masken tragen und Schimpfwörter sagen. Yeah, alle Nutzen dieser Welt, lutscht mein Schwanz, ich ficke deine Mutter. Tanz doch, vertanz, Berlin ist der Shit, alle anderen Städte stinken. Die haben keinen Swag und werden irgendwann versinken. Yeah, Breakdance. Guck, wie sie ausrasten. Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was denn? Mir fällt auch gerade auf, dass vom Textinhalt her, finde ich schwierig. Ich fand es total sexistisch. Ja, ist ja Gangster-Rap. Ja, aber auch. Guck mal, das ist total frauenfeindlich. Wir sind im 21. Jahrhundert. Du kannst jetzt hier nicht ankommen mit solchen Kamellen. Und wenn du als jetzt Frau sowas sagst, dann ist es doppelt komisch. Für mich fühlt es sich falsch an. Ja, willst du jetzt Gender-Rap machen oder was für ein Scheiß? Oder vielleicht ein muss man Gender-Rap machen statt Gangster-Rap heutzutage. Vielleicht ist es so. Sozialpädagogen-Publikum oder und was? Und wenn schon. Ich finde es zum Beispiel nicht schön, du kommst hier so rein zum Publikum und sagst so, yo, Motherfuckers. Was soll das denn? Das hast du gesagt, das finde ich nicht schön einfach. Und das ist auch ausgrenzend. Und beleidigt. Ja, okay. Okay, gut, dann sage ich nächstes Mal halt Yo Motherfuckers und Fatherfuckerinnen. So, finde ich schön. Kann ich schon machen. Ja, ja. Aber dann ging es so weiter, dein Text war echt komisch. Dann, hey, alle Nutten dieser Welt. Hallo Julia, das hast du gesagt zum Publikum gerade. Ja, okay. Das ist doch komisch. Sorry, das sagt man nicht mehr. Nein, das sagt man nicht mehr. Entschuldige, ist nicht mehr PC. Man sagt jetzt ja Love Sales Managerinnen. Richtig. Ja. So heißt es jetzt auch gerade, wenn man versuche ich nächstes Mal von Hamburg ist, muss man da auch modern. Ja, ist ja in Ordnung. Und dann ging es aber weiter. Lutsch meinen Schwanz, sagst du, als Frau. Finde ich total albern. Und es ist auch irgendwie. Das ist halt von Bushido. Ja. Schön, aber wenn du das sagst, finde ich es blöd. Dann sage ich halt, alle Love-Sales-Managerinnen dieser Welt, erfreut euch an meinem Geschlechtsorgan. So finde ich es okay. Da klingt total flow-mäßig. Ja? Ja. Aber den schlimmsten Teil, ganz ehrlich, wo du gesagt hast, ich ficke deine Mutter.
was soll jetzt eben Mutter in dem Kontext, finde ich gar nicht in Ordnung von dir und ich finde es auch sehr diskriminierend. Ich meinte ja jetzt nicht deine Mutter konkret. Ja, aber du hast es so halt gesagt. Ja, dann fick ich halt auch den Vater, mein Gott. Julia, damit grenzt du schon wieder Leute aus. Ja, dann fick ich halt die ganze Familie, mein Gott. Dann fühlt sich keiner ausgegrenzt, okay. Alle sind dabei. Wenn du sagst, ich ficke die ganze Familie, aber nur, wenn die auch möchten, Julia. Nur, wenn die auch gegenseitiges Einverständnis nein. Ja, da muss man auch drauf Rücksicht nehmen. Also wäre es schön, wenn du das ein bisschen den Text liest. Dann sage ich, ich ficke die ganze Familie, aber sonst eine Armlänge Abstand. Nein heißt nein. So. Genau, so finde ich es gut. Okay. So macht es beim nächsten Mal gleich. Mhm. Ja. Ja. So kann Gangster ab heute auch funktionieren. Auch für uns Frauen, auch für die Grüne Partei und für alle. Ja, gut. Dann machen wir das nächstes Mal halt so, okay?